Willkommen zur nächsten Folge von Feed the Beast Infinity Wolfthund. Ja, wie man sieht, ich habe hier schon wieder ein bisschen weitergemacht. Einerseits beabsichtigt, andererseits unbeabsichtigt. Zum Beispiel die Räume hier waren beabsichtigt. Das hier oben deswegen alles nicht. Weil nämlich mal wieder mein Aufnahmeprogramm, beziehungsweise das andere Aufnahmeprogramm für meine Stimme, das falsche Mikrofon genommen hat. Deswegen wollte ich das alles scheiße und ich konnte es nicht nehmen. Deswegen, ja. Nehme ich die Folge einfach nochmal auf und erzähle nochmal einfach alles von vorne. Also, Plan war jetzt hier eine Hängebrücke reinzubasteln und hier so einen wunderschönen kleinen holzigen, ja, weiß ich nicht, Baumwipfelsitz hinzubauen, irgendwie hier so quer durch vielleicht. Muss man mal schauen, wie wir es am besten machen. Auf jeden Fall hier rein, dass du hier gemütlich in den Baum noch drin sitzen kannst und dann hier quasi schön chillen kannst, ne? Und ja, ohne Stoff und Schnaps geht das ja nicht. Hahaha. Und ja, wir brauchen dafür erstmal ein hübsches Holz und ich würde sagen, wir nehmen den Meißel und finden erstmal eins. Und zwar nehmen wir das hier. Kannst du das sofort das Holz war? Ich glaube schon. Na egal. Davon erstmal wieder die Hälfte, ne? Und dann davon die Hälfte nochmal? Ne. Wir nehmen einfach mal die größeren Blöcke hier. Und zimmern mit denen erstmal jetzt hier ein Plateau rein. Und zwar auf die Höhe hätte ich das gerne. Und zwar so. Hier so einfach rein. Ne? So. Und dann kommt hier halt auch noch Blöcke rüber. Ich glaube, den Boden mache ich diesmal wirklich nur aus Holz und nicht, wie ich sonst mal schon mal baue, einfach mit Blättern. Weil es muss solide aussehen, ja. Es muss stabil sein. Aber ich habe ja genug Blätter, um es außen alles schön zu machen, dass man es quasi von außen nicht mehr sieht, dass es das ja alles aus Holz innen ist. Dann habe ich ja schon mal Blätter für rasiert vom Baum. Auch in der falschen Folge, weil die ja nicht funktioniert. Ne? Schön, dass noch am Ende schon alles schnell gemacht und ja, dann kam die wundersame Erkennung des Verkackens und joa. Plattform ist, sagen wir mal, solide, ne? Jetzt muss ich überlegen, wie ich von da oben hier runterkomme. Da habe ich nicht bedacht. Ich hätte besser den Strickleiter hier hingebaut, ne? Weißt du was? Hätte, wenn's der wärste? Machen. Einfach machen. Just because. So. Dann sammle ich sie zum fünften Mal ein, weil die habe ich eben auch schon mal umgesetzt und habe dann auch gemerkt, so, ne, sah vorher doch besser aus. Und zwar setze ich die jetzt genau hier hin. So. Schön an die Ecke. So, ab hier übernehmen dann wieder Holzstufen. Die dann einfach hier quasi in diesem Busch nach unten führen. So. Und zwar so. Dann kommen hier einfach wieder Blätter drumherum. Passt ja immer ganz nett. Und ja, eigentlich müssten jetzt hier noch so Holzblöcke-Dinger hin. Nein, das sieht definitiv nicht aus. Und ich weiß, ich könnte mir eine Axt holen, aber. Nein, ja doch, schon mit einer Axt. Wie eine Axt? Axt. Ich habe aber noch eine Axt. Geil. Wie glaube ich eine Axt? Von wann ist die denn? Ganz am Anfang? Man weiß es nicht. Hier kommen wir so ein Geländer rein, auf jeden Fall. Oder vielleicht einfach mal Blätter. Muss ich mal gucken, wie ich es am besten mache. Und hier oben kommt dann einfach erstmal das hier weg. Es ist aber auch jetzt Tag hier. Es ist mir viel zu dunkel hier. Ich bin keine ziellichtige Gestalt. Ich arbeite nicht im Dunkeln, ich arbeite im Hellen. Ich kann mir Licht leisten. Mohahaha. So. Danke. Tüdelülülülü. So. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Ich überleg, den reise ich gleich auch noch raus. Die Reihe hier und mache dann auch nochmal eine Ladung. Holzstufen hier vor. Dann ist hier der Brick ein bisschen breiter. So. Man kann ja alles noch mal verkleiden von außen. So eine Baumbase hier noch reinbauen. Als nächstes brauche ich mal wieder den Meißel. Den Meißel, so. Und mache die erstmal alle wieder zurück in den Block. Und hole mir den nächsten Block. Und zwar nehme ich diesmal was Brettriges, nämlich das hier. Und zwar mache ich mir da aus, wenn das geht. Pass mal auf, so.
So. So. Zack. Zack. Ha, das sieht ja dann auch viel besser aus, als das, was ich vorher überlegt hatte. Ja, nehme ich so. Blättermarsch, ne? Weil ich glaube, den lasse ich da. Warte, ich mache es mal tiefer in der Hand. Sieht stabil aus. Hä, warum das jetzt nicht? Das ist doch ein und derselbe Block, oder nicht? Das musst du mir jetzt mal erklären hier. Warum das jetzt nicht? Ach so, weil das... Ach, das war die Ecke. Ach so, sorry, mein Fehler. Dann nehmen wir natürlich auch hier die Ecke. Es muss ja alles genau gleich aussehen. So, da muss ich mir auch was überlegen, wie ich hier so ein Geländer dran ziehe. Am besten nehme ich einfach das ganz dünne hier. Das habe ich ja auch schon mal hinten bei dem Baumhaus verwendet. Und mache dann einfach hier so Innenseite. Also, ja, von Innenseite Geländer dran, ne? Ich sagte Geländer, nicht Bodenstolperkante. Und dann kommen hier einfach oben so eine Brüstung, einfach so ein bisschen Holz zwischen. So, den Rest mache ich dann einfach hier mit Blättern wieder zu. Weil natürlich hier noch ein bisschen nach außen dann ausgebaut werden darf. So ein bisschen den ganzen Baum nach außen ein bisschen verbreitern, exklusiver bauen. Damit der Rest dann nicht auffällt. So. Ich meine, auffallen tut das natürlich eh, aber dann nichts nicht ganz so auffällt. Und nicht noch mehr, als es das eigentlich sollte. Beziehungsweise nicht sollte. Von unten bekommt es auch eine Verkleidung, damit das von unten nicht ganz so offensichtlich ist. Ne, man muss ja bedenken, wir befinden uns ja hier im Krieg, ne, mit den Nachbarn, ne, die dürfen das alles nicht sehen. Selbst wenn sie drunter stehen, dürfen sie es nicht mal erahnen. Schon gar nicht sehen. Das ist die Regel. Von Tarnen und Täuschen. Grundkurs 1. Und, mal hier überlegen. Ich könnte hier so ein kleines Dach drüber setzen, ne? So, just for fun. Einfach hier so einen kleinen Blätterdachgarten drüber. Weißt du was, weil das hier über die Ecke geht, muss ich hier wohl oder übel doch noch einen. Hä, hey, hast du jetzt gemacht? Nein! So. Stopp. Komm, der kriegt da noch eine Eckplatte rein und hier noch eine Eckplatte rein. Muss ich eigentlich jetzt von unten noch verdingseln. Verhübscheren. Das war die beiden. Kann manchmal hier noch ein bisschen mehr Blätter überall rein, damit es nicht auffällt. Wenn gut auffallen, tut er hier sowieso alles, aber. Ne? So. Von außen sieht man jetzt eine Dachterrasse. Wie lange noch? Ja, das siehst du dann, wenn die Aufnahme zu Ende ist. das sieht ein bisschen doof aus, aber ist egal. Oder wir legen einfach Eukalyptusholz da hoch. Das sähe noch besser aus. Eukalyptusholz. Her damit. Zack, und schon ist der Ast plötzlich viel größer geworden. Ich lach mich weg. Ich lach mich richtig hart ab hier. Gut, hier müsste dann mal wieder so ein kleines hübsches Geländer drauf, ne? Jetzt sind mir doch tatsächlich die Holzdinger ausgegangen. Ich glaub's nicht. Hä, Moment, wie hab ich die eben gemacht? Hä, ich bin grad blöd. Moment, die habe ich genommen und dann so, ne? Danach hat die nochmal durch die Hälfte. Dann habe ich die aus, ne? Ja. So. Ja, ja, es geht. Es geht. Naja. Hab schon hübschere Sachen gebaut, aber egal. Das muss ja jetzt hier kein Mahnmal der Hübschheit werden. Es reicht da, wenn es einfach nur als mein schönes Baumchillhäuschen dient. So, passt. Oder? Doch, passt ja. Du musst halt hier noch was hin. Und zwar einfach zack. Ah, warte, die ist auch noch nicht getan, ne? Erstmal
erst einmal ein bisschen tarnen und ein bisschen täuschen, ne? Sind dann noch hier als Nachbar nichts davon erahnen kann. So, dann müssen halt hier noch wieder ein paar Länderdinger rein, ne? Ich meine, klar, muss ja in jeder schöne Häuschen rein. Nach diversen EU-Richtlinien, man muss den Geländer haben, ne? Hahaha. Ha, ha. Naja, egal, ich weiß nicht, ob es so aussieht, aber man kann es erstmal so lassen, denke ich. Und, ja, komm, mal hier noch einen hin. Falsch, der war falsch. Moment, da. So, jetzt, ja, ich würde mal sagen, heute die Folge ein bisschen kürzer, damit ihr noch pünktlich online kommt. Und, ja, morgen geht's dann weiter. Und, ja, es ist solide, das Baumhaus. Es ist solide. Und ja, dann möchte ich sagen, danke fürs Zusehen. Gerne Like da lassen, abonnieren und so weiter und so fort. Und ja, wir sehen uns. Tschüss.